So, hier sind wir wieder bei PlaySample. Weiter geht's mit der zweiten Folge Boomer Gehege. Und natürlich unser Zoo-Wetter, aka Hotdog, aller Hotdogs, ist auch dabei. Was geht ab? Was? Ey Leute, was geht? Sagen die meisten immer, was geht? Ich bin wieder am Start. Oh, so, heute. Bin wieder am Start, neues Video. Und bei 70.000 Likes gibt es sogar erst das nächste Video, ne? Vorher nicht. Abonnieren, so, nicht vergessen, ist kostenlos. Ja, abonnieren, kostenlos und Glocke muss auch aktivieren und allen Scheiß und so, ne? Das haben wir hier nicht nötig bei PlaySample, ne? Wir müssen nicht anderen den Popo sauber lecken, dass sie uns Videos gucken. Ne? Das muss man ja auch mal sagen, ist ja wohl. Ja, natürlich. Die küssen ja den Popo hoch und runter, ne? Ja. Also die werden die Abonnenten den Popo mit der Zunge so sauber wischen, die müssen ja schon glänzen in der Sonne. So, wir fangen jetzt erstmal an mit dem Puma-Gehege. Ihr seht ja jetzt aber mal vorne hier das Gesicht gemacht. Den Kopf gemacht. Genau. Gesicht, den Kopf. Das ist kein Gesicht, das ist Kopf. So, wenn du anguckst, wenn, ihr habt das ja, ihr habt das ja so gebaut, ich weiß ja nicht, wie ihr es gebaut habt. Wir machen jetzt einfach nur das Ding hier. Wie heißt das? Das Innengehege, was hier ist, ja, mit dem Berg. Und dann könnt ihr das irgendwie anschließen. Ihr seht ja, jetzt habe ich das hier einfach hier so das weggeschlagen. Und dann habe ich hier einfach das mit Bruchstein. Bruchstein, ja genau, Bruchstein hier vorgemacht. Ne? Da war ja vorher hier ja, der Zaun, habe ich jetzt Bruchstein nur dran gemacht. Bis zum nächsten Pfosten, macht ihr auch bis zum nächsten Pfosten, je nachdem. Wir machen erstmal die Breite vom dem Gehege und dann könnt ihr das dann so anschließen und dran nuckeln und so. Ne? So, wir machen jetzt erstmal hier von der Ecke bis zu der Ecke, hier die grün, da bis da 14. So, wenn ihr 14 gemacht habt, dann macht ihr das gelbe, macht ihr hier da zwei, dann nach da und dann wieder zwei Stück. Und das gleiche auf der anderen Seite auch. Ne? Und dann die Breite ist 1, 2, 3, 4, 5. 5, genau. 5 ist die Breite, 14 lang und dann einmal hier 2er. Dann zack, wieder ein 2er. So, das haben wir erstmal. So, jetzt mache ich das erstmal hier hoch. Ups, warte mal. Ich habe mich verguckt. Hast du dich verguckt? Mach mal 6er Breite. Leute, macht 6er Breite. 6er Breite? 6er Breite müssen Leute machen. 6er Breite. Hat er sich vertan. Also 6 breit. So. Ich mache die 14 Steine einmal hoch. Das sind dann 1, 2, 3, 4, 5. Also 5 Steine grüne. Das haben wir grünen Beton. Einmal nach oben. Also 14. Und dann hier 2er nach vorne. Wieder 2er. 1, 2, 3, 4, 5 nach oben. Und die Breite ist dann hier 6. 1, 2, 3, 4, 5. Um 6? Warte. Ja, guck mal, auf der anderen Seite haben wir es auch so. Guck mal, auf der anderen Seite haben wir es auch so. Mal. Was? Hä? Verstehe ich jetzt nicht. Hier, hier ist auch 6er Breite. Wo ist 6er Breite? Erzähl mal, wo ist der 6er Breite? Den zähle ich ja nicht mit. Das ist ja die Wand. So. 1, 2, 3, 4, 5. Hast du die Wand nicht mitgezählt? Hä? Die zähle ich doch nicht mit. Das ist doch einfach nur. Ach so. 5er Breite und dann ist hier die nächste Wand. So, 5 breit und dann ist die nächste Wand. Ja, aber ich hatte. Ja, ja, aber hier hab ich mich vertan. Okay. Das war so komisch, weil wir hier die Wand ja noch an der Seite hatten. Aha. Okay. Also auf der anderen Seite ja. Jetzt also 5 breit, 1, 2, 3, 4, 5. Und ab dem 6. kommt die nächste Wand hin. So. Jetzt richtig erklärt, ja, ne? Ja. Okay. Nee, ich war nur mit vorne da verwirrt quasi. Aha. Stelle. So, wenn wir es gemacht haben, dann baut uns heute jetzt mal den Kopf. Ne? Welche Steine brauchen wir denn dafür? Gelben Beton. Erstmal Grundlage, ne? Gelben Beton, ja. Warte mal, gelben Beton. Gelben Beton. Was brauche ich noch? Warte mal, ich gehe mal vorne hin. Gelben Beton, dann brauchen wir orangen Beton. Also mit Beton haben wir jetzt hier orangen Beton. Patsch. Dann brauchen wir braunen Beton. Grün Beton. Hellgrün. Braun Beton. Tschack. Und was haben wir noch? Weiß. Weiß habe ich auch schon. So, dann machen wir das einmal hier die Zweier hier hoch. Hey, einmal hier hoch. Auf eine Höhe von 6 Blöcke.
Auf 6 Blöcke, ja, einmal hoch. Dann haben wir diese 2er-2er. Die ganzen vorderen machen. Wie hoch? Machen. Nee, die machen wir auf 2er. Auf 2er, okay, die macht er auf 2er. Also die 2 hier, seht ihr hier, diesen Winkel, 2er hoch und dann hier. Warte mal, ich muss das mal, dann kommen die alle durcheinander hier, warte mal. Okay. So, da haben wir jetzt gemacht. Hier 2er. Und dann ist der 2er. Den macht ihr hier bis 6, die 3 und den hier auf 2. Und dann wird das hier zugenudelt. Hä? Genau. Ja. Dann machen wir oben dran noch 2 weitere Schichten. Ja, so, sieht da. Dass wir unten eine Höhe von 4 haben. 3. Oder, nee, 3 haben wir. Genau. So, dann einmal hier zack, rum. Machen wir das einmal rüber. Und dann hier ein, da ein, ne? Seht ihr ja, hier ist ein 3er. So, und dann kommt das Auge. Das packen wir da von drüben. Aha. Genau, die Augen kommen hier hin. Ja. Augenfarbe, ne, das kann man sich ja aussuchen. Grün, weiß. Patsch. So, dann sieht das jetzt noch so aus. Diesen kann man noch machen. Eine Nase, ja. Dann können wir noch hier Dings nehmen. Wie heißt das? Weißes Dings, okay. So, jetzt macht er hier orange. Einmal braun, über die Augen braun, also über das Auge. Zack, zack. Und dann kommt, was kommt noch als Entscheidende? Gelbe Keramik für die Beck hier, ne? Ja, das ist dann, wie welches ist das? Keramik, ja, das ist Farbe? Braune? Gelbe, nee, Keramik, braun gelbe. Gelbe, okay, das ist gelbe. Hier eine Seite noch, da wo die Backe ist, wo wir es rausgeschlagen haben, das sieht er ja selber so. Ich halte das jetzt so fest, dann könnt ihr das Foto sehen, wie wir es gemacht haben. So, ne? So, jetzt müssen wir jetzt hier oben noch was machen. Oben hin. Einmal hier ein bisschen dicker machen. Ja. Dann kommen die Öhrchen oben ran. 2 Stück. Hier. Einen freilassen, dann 2 Stück dahin, okay. So, wenn wir das jetzt gebaut haben, dann nehmen wir jetzt hier Stufe, Steinstufe. Die Treppe davon. Ja, Treppe, die Nudeln machen wir dahin, so zack. Auf der anderen Seite auch. Mal hier oben mal eben kurz. So, berühren die sich. So, und dann könnt ihr hier vorne, seht ihr ja selber, hier haben wir jetzt hier in drinne das Gelbe. Und da mache ich jetzt einfach eine Scheibe davor. So wie beim Bärengehege. Also nichts Extravagantes. Die Scheibe wieder finden, ne? Hellgrau war das am besten. Ne? So, hellgrau. Die ziehe ich einmal komplett hoch. Habe ich hellgrau genommen? Dunkelgrau, ne? Grau an sich, glaube ich. Ja, das normale Grau. Okay, das normale Grau. Grau, ne? Grau, hellgrau. Da kann man besser durchgucken. So, das macht er dann bis oben hin. Das ist ja dann das Gehege da drinnen. Zack. Hat er oben schon gemacht. Ach, hat er schon zugemacht. So, dann kann man euch das, kann man das so angucken. In drinnen dürft ihr euch auch selber aussuchen, wie ihr das hier ein bisschen kreiert. Jetzt haben wir es hier so ein bisschen gemacht. Mal ein bisschen so mit Stroh, ein bisschen da Wasser. Und dann gehen wir hier mit den Dingen bis hier oben hin. Bis da, wo da. Na gut, das müssten wir hier nicht. Warte mal, ein tiefer ist am besten. So, dass man auch den Rand sieht. So. Jetzt gehen wir einfach komplett nach oben. Machen das jetzt zu. Und dann machen wir daraus einen kleinen Berg. Und dann macht Hotdog wieder, was heißt das? Ein bisschen Terraforming. Terraforming heißt das. Extravagant. Terraforming. Das hört sich richtig wichtig an. Terraforming machen wir. So. Und was jetzt ist ganz erstmal wichtiges. So ein, erstmal so einen publiken Klotz, ne? Genau. So, dann haben wir das gemacht. Willst du noch die Decke dann hier erklären von unserer Dinge? Die Decke? Achso, ja, ich komme gleich. Warte, ich mache jetzt eben noch hier. Jetzt nehmen wir jetzt hier noch einen. Gehe ich immer von da aus. Jetzt nehme ich hier eine Stufe. Dahin. Und dahin, dann sieht das so aus. Dann machen wir hier einmal so einmal hoch. Hier hoch. Und dann machen wir ein Gitter davor. Weil wir müssen auch Tiere rein, dass man die auch sieht. Sonst laufen die immer wieder raus. Ist auch kacke. So und
So. Und dann machen wir hier noch einmal einen schmalen drüber. Tschatscha! So sieht das aus. Help me. Help me. So. Wieder. Einmal kurz so. Ich muss meinen Controller mal unterm Tisch tun, weil das hört man dann immer so klack, 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 klack. Habe ich beim letzten Video schon gesehen. Ne? Oder ne, Mikro ein bisschen weiter entfernen. Das Mikrofon ist doch am Mund. Wo soll ich denn hin damit? Gute Frage. Das ist eine gute Frage, ne? So, also ich gehe jetzt hier durch. Wenn ich wieder rauskomme. Zack. Achso, die Dings muss ich auch noch reinmachen. Warte mal. Die Ocelots. Jetzt habe ich keinen Namen. Hast du ein Ocelot parat oder? Wir können ja erstmal normale setzen, oder? Ja, wir normale setzen wir da rein und fertig. Die benennen wir ja sowieso im Nachhinein. Ich komme da jetzt nicht rein. Da komm ich hier rein. Da. Boah, hier ist ja alles offen. Hier seht ihr ja so Terraforming, ne? Hast du reingesetzt? Okay, jetzt mach ich schnell zu, bevor die rauskommen. So, jetzt machen wir Terraforming. Terraforming heißt, das hört sich wichtig an, das heißt eigentlich, Bone scheißegal, heißt das so in deutscher Sprache. Das heißt einfach so patsch, patsch, klatsch die Dinger da irgendwie hin, ne, oder? Genau. Man kann ja, sag ich mal, hier auch ein bisschen mit arbeiten, weil wir verwenden ja Bruchstein, da kannst du dann auch Stufen und Treppen verwenden, kannst du dann natürlich auch so Löcher reinknallen, wenn du willst. Genau. Otto ist drauf, ne? So, ein paar Stufen halt ein rein. Bisschen austoben, ne? Ja, ein bisschen austoben, ja. So, das sieht ja schon Man kann man ziemlich kleinlich jetzt werden und das alles Ja, das sieht schon auch gut aus, als Bergchen so, wo man sagt, oh, cool, ne? So. So, dann sind wir oben angekommen. So, das sieht dann hier so aus. Jetzt machen wir noch oben einen Glas-Pavillon oder so. Dass wir da... Wo ist das jetzt hier? Blau haben wir genommen, ne? Am besten fängst du damit an, an der Seite hier. Und zwar für die Leute. Platziert ihr einfach Ziegelstufen unten am gelben Beton. Ja. Dann halt einfach zweimal Glas. Zweimal Glas, dann wieder Ziegel. Genau, wieder unten am Block platzieren. Das hebt das Ganze so ein bisschen hervor. Ja. Und dann macht er erstmal auf der Seite dreimal. Zu viel, ne? Kann das sein? Ja, nee, vorhin hatte ich da. Okay, da drei. Das war eine andere Methode. Und dann automatisch sind dann vier oder so, je nachdem. Ja. So, genau. So sieht das aus. Kann man hier so reingehen. So, jetzt müssen wir noch weiß nehmen. Machen wir hier weiß Glas an der Seite noch ein bisschen. Zack. Habe ich das jetzt vorne gemacht oder hinten gemacht? Hier hinten. Ist da. So. Und dann den Boden machen wir jetzt weiß. Also gut, das ist jetzt euer Geschmack. Wie ihr den Boden haben wollt. So. Hier. Das ist einmal, kann man sagen, das ist jetzt... wie soll man sagen? Das ist einfach nur, man guckt und dann kann man sich was abgucken. Man muss ja nicht alles 1:1 nachbauen. Es ist jetzt so, wie wir es machen würden, ne? Also, dass die Farben ein bisschen gut zusammenpassen, ne? Und das jetzt, sag ich mal, gefällt. So, dann machen wir jetzt hier einen freilassen. Dann machen wir hier ein Zweierfenster rein. Dann wieder zwei Stück. Dann hier könnt ihr euch auch so, wie ihr das Fenster haben wollt. Ihr könnt auch in eins durchziehen, das Fenster. Auch komplett in eins so durchziehen, wie ihr wollt, ne? So, da muss die Scheibe, wo ist die Scheibe? Scheibe blau. Sieht das jetzt in ein durch? Ja, ich sehe das in eins durch. Man kann das machen, wie er will. Okay. Einfach nur so, ne? Wie ihr wollt. Genau. So. Haben wir das jetzt fertig? Ja, fertig. Na, ich wollte hier innen drin. Mal hier innen drin müssen wir das noch ein bisschen schöner machen. Ja. Extravagant. Nur gelb machen. Einfach. Fertig. Ganz einfach. Aber nur gelb machen. Nein, fertig. Mal einfach hier. Patsch zu, fertig. Ja, wir machen da noch ein bisschen was Extravagantes, ne? Nö. Ja, so. Hier, einfach zu. Ja, so. Mal so? Ja. Yeah. Dann machen wir. Ah, ne, warte mal.
über den Eingang machen wir an den Seiten. Jo, Treppe, klar, machen wir da noch so einen dünnen. Zack, jo, so, und ja, klar, ein, machen wir noch. Weiß ich nicht, mir gefällt das. Jo, also das ist für einfach Vision, einfach nur, ne? Einfach Geld machen. Also habt ihr ja gesehen, wie Hotdog das gemacht hat? Hat. So, ne? So sind die Tiere. Mhm. So. Man kann ja noch eine Tür machen hier für den Wärter, der hier reingehen kann. Aber das ist euch überlassen. So, jetzt haben wir hier schon mal wieder einen kleinen Berg. Ja, so von der Seite. Und dann kann man hier wieder einen Weg da reingehen und dann kann man sich die Tierchen da drinnen angucken. Dann machen wir noch, glaube ich, noch eine Lampe rein oder was. Und dann führen wir den Weg da ein bisschen, ja. Und dann geht der Weg jetzt hier wieder mit unseren, was ist das, Pfad, den wir hier gebaut haben, weiter da durch. Ich zeige euch nochmal kurz, wie wir hier so weiterbauen. Wir machen jeweils immer, wenn wir jetzt hier den Pfad bauen, dann machen wir jetzt hier immer so Stufen rein, dann immer diese weißen Tulpen und dann am Rand immer Tropengebüsch. Dann sieht das immer so aus. Ja, ist auch ein bisschen Biergarten. So, was machen wir als nächstes? Nächstes Video kommt hier, entweder hier ist das Lama-Gehege. Da sind wir noch ganz gar nicht richtig fertig. Oder hier machen wir den Tunnel. Da gibt es Fledermaus-Grotte und Spinnen. So, ihr könnt hier reinschreiben im Video, welches wir als nächstes bauen sollen. Entweder das Spinnen- und Fledermaus-Gehege oder Grotte oder das Lama-Gehege. So, da habt ihr jetzt wieder was, um reinzuschreiben und sagen, yay, ne? Ja, das war's wieder, ne? So. Das ging fix, oh, das ja. Ging ja fix. 16 Minuten wieder her, ne? Und dann machen wir jetzt auch wieder hier einen Weg entlang. Dann sieht das auch gleich anders aus, wenn wir gleich einen Weg machen. Und dann wieder ein paar Blümchen an der Seite und so, wie wir es hier gemacht haben. Seht ihr ja. Dann machen wir hier so wieder ein paar Bäumchen und so. Ich glaube, wir machen irgendwann mal ein Video, wo wir dann einfach nur so, kann man sagen, hier so das Grünzeug reinmachen. Die Gartenanlage. Damit das auch ein bisschen mitkriegt. Vielleicht ein paar Ideen rausguckt, ne? Wo er sagt, ja, okay, da möchte ich auch so machen, ne? So viel Genialität. Das muss ich mir selber aneignen. Da gibt es die nicht. Die gibt es ja gar nicht. So. Gibt in dem Video einen Daumen hoch, ne? Das hilft mir weiter. Ich muss das ja auch sagen, wie alle an YouTube. Und ab einen Daumen nach oben kommt das nächste Video. Ha, jetzt habt ihr es. Das ist gerade hart, ne? Ja? Nicht wie die anderen, ne? Bei mir ein Daumen, dann ist halt das nächste Video. Schafft ihr es oder nicht? Ja? Ansonsten gibt es kein Video mehr. Ein Daumen hoch, da gibt es das nächste Video. Ein Daumen. Ja, dann war es das hier von mir. Ich muss jetzt rendern und so, damit das Video nach oben kommt. Dann sehen wir uns in der nächsten Folge wieder mit Hotdog. Ne? Okay, jo, tschüss. Tschüss.